Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, es ist lange nichts mehr gekommen, aber heute begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem MacBook Unboxing von meinem MacBook Pro, was ich mir letztens gekauft habe. Und ich würde auch sagen, das ist ein würdiger Restart für den Kanal, dass mal wieder ein neues Video kommt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen wird. Und wir machen hier schon direkt die Verpackung auf. Ich habe hier das MacBook Pro, die Kenner werden es schon erkannt haben, das 14 Zoll M1 Pro MacBook Pro. Ja, alles ein bisschen verwirrend mit den Chips etc. Aber wir haben hier, wie unschwer zu erkennen ist, die spacegraue Version von dem Pro Laptop. Und ja, für die habe ich mich tatsächlich wegen des Preises entschieden. Also es gab natürlich auch M3 oder M2 Optionen oder MacBook Air etc. Ich werde darauf später noch mehr eingehen, warum ich mich jetzt letztendlich für das Pro entschieden habe. Ja, wir haben hier diese Papierverpackung, wo das drin ist. Ich finde das immer sehr gut, dass das nicht mehr so viel Plastik ist wie früher, sondern die so ein bisschen da auch auf die Umweltaspekte achten. Bei anderen Sachen könnten die vielleicht mal ein bisschen großzügiger sein, wie zum Beispiel bei den Ladegeräten. Aber hier erwartet uns halt die spacegraue Variante. Unten steht nochmal MacBook Pro eingraviert. Das war ja vorher am Display. Und ja, wir haben hier unten diese Füße, diese Gummifüße, die einfach dazu dienen, dass der Boden nicht zerkratzt und dass wir hier einen guten, festen Stand haben. An der Seite sehen wir dann die Anschlüsse. Hier wieder HDMI 2.0, ein SD-Kartenslot und ein USB-C-Anschluss an der rechten Seite. An der linken haben wir nochmal MagSafe und zwei weitere Anschlüsse und den Kopfhörerport. Und natürlich oben unser schwarzes Apple-Logo. Natürlich liegt beim MacBook auch noch ein Ladekabel dabei. Hier haben wir den MagSafe 3-Anschluss. Und bei der M1-Version ist es halt besonders, dass auch das spacegraue Modell einen silbernen MagSafe-Adapter in diesem gebraideten Kabel mit hat. Also an einem Ende MagSafe 3 und am anderen Ende USB-C. Aber das ist natürlich noch nicht das Einzige, was in der Verpackung drin ist. Wir haben hier nämlich noch das Paperwork und die Apple-Sticker. Einmal eine kleine Anleitung und die schwarzen Apple-Sticker, die sich natürlich auch sehen lassen. Wenn man nur weiße hat, ist das ein bisschen was anderes, als wenn man auch schwarze Apple-Sticker hat. Und natürlich auch das beigelegte Powerbrick, 67 Watt, womit ich den Mac auch schon mal aufgeladen habe und das geht auch relativ schnell. Also dann habe ich das MacBook mal aufgemacht und normalerweise sollte ja eigentlich der Startsound kommen, aber es kam nichts. Ich habe versucht, auch den Mac natürlich nochmal manuell anzuschalten, aber es ist nichts passiert. Und dann kam natürlich MagSafe 3 ins Spiel und da fingen dann die Probleme erstmal für mich an. Man hat gehört, der Mac hat sich gebootet, aber dann ging MagSafe wieder aus und wieder an. Und dann hat er wieder gebootet und es ist nichts passiert. Er war sozusagen so tief entladen oder so leer, dass er sich nicht mehr booten konnte, aber hat dann auch nicht dauerhaft geladen. Ja, das habe ich auch nochmal im geschlossenen Zustand und mit einem anderen Kabel versucht, aber es hat alles nichts gebracht, bis ich dann irgendwann mit meinem iPad-Ladekabel und dem beigelegten 20-Watt-Charger das Ding über Nacht geladen habe und das hinbekommen habe, dass er sich nicht von automatisch bootet, sondern immer am Laden ist, aber sich nie hat versucht hochzufahren. Das hat dann geklappt und dann war der Mac an. Seitdem der Mac an ist, lädt er aber über MagSafe 3 zuverlässig und auch schnell mit dem 67 Watt Ladeteil. Und ja, mit den Anschlüssen bin ich vollkommen zufrieden, mit der Tastatur auch. Das Trackpad ist natürlich sehr, sehr gut mit der Taptic Engine und das 120 Hz Display sowieso. Also da werde ich noch viel in meinem Review drüber reden können. Und ja, bisher habe ich DaVinci Resolve ausprobiert, natürlich die ganz normalen Programme wie Discord oder alle anderen Sachen, die man halt installiert so. Und die Lautsprecher sind auch wirklich sehr, sehr zufriedenstellend. Also das Display kann man nichts gegen sagen, die Akkulaufzeit muss ich jetzt nochmal testen. Das merkt man ja erst, wenn die Batterie so 3 Tage ungefähr benutzt wurde oder geladen wurde. Dann merkt man ja erst, wie gut die ist im Alltag und da wird es natürlich auch viel in meinem Review dann drüber geben.
Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing, dieses erneute Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und wir sehen uns dann spätestens im Review.